Hallo zusammen, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder zu einer neuen Runde Ghost of Tsushima. Wir sind hier bei der Festung, die von den Mongolen eingenommen wurde, um unseren nahen Verwandten zu befreien. Und weil wir hier ehrenhafte Samurai sind, müssen wir natürlich vorne durch das Haupttor rein. Weil hintenrum schleichen ist für Anfänger. So, und nun haben wir Herausforderungskämpfe. Kannst du Gegner zu einem Kampf herausfordern? Halte Dreieck gedrückt, wenn sich dein Gegner nähert. Lasse Dreieck los, sobald er angreift, um ihn bei einem einzigen tödlichen Schlag zu besiegen. Oh, wie ist das, Chef? Wir werden sehen. Herausfordern, los! Ich komme wegen Fürst Shimura. Ja, ja. Ich verstehe. Das ging zackig. So, dann geht das mit euch jetzt auch nochmal. Nein, jetzt ist es Stechen. Hey, so nicht, Freunde. Ich muss ja zugeben, dass ich ab und zu ein bisschen besser kontern könnte. So zum Beispiel. Weggemacht. Nicht schön, aber selten. Gut gemacht. Danke. Glaub ich. Das nicht so überrascht. Shepard? Ich weiß nicht. Die Kohlen haben sie am Strand abgefeuert. Vielleicht kann ich jetzt nicht mehr herausfordern, oder? Oh, das geht nicht. Hörst du auf mit deinem Speer? Ich muss mir echt angewöhnen, diese Doppelschläge abzuwarten. Weg mit dir. Ich bin gleich nochmal geheilt hier. Gepufft. Die hauen mir ganz schön auf die Nase, die Lumpen. Da ist genügend geleuchtet, oder? Oder war das nur ein Anzeigefehler? Ah nein, das war nur ein Glühwürmchen. Hey, Freunde. Und wieder habe ich den zweiten Schlag nicht abgewartet. Unangenehm peinlich. Jetzt aber. So. Weiter im Text. Hallo? Ist da jemand? Irgendjemand? Oh, da ist wohl jemand. So, wir probieren das nochmal mit dem Kontern. Hey, ignoriere mich nicht. Hallo? Geht's eigentlich? Rennt einfach mir vorbei. Ich bin der Fürst, nicht sie. So, gibt's hier Krimskrams für uns? Kein Krimskrams für uns. Genau, jetzt sag mir her. Hat er gelernt, zweimal. Aha. Oh, Entschuldigung. So ehrenhaft, wie wir den besiegt haben. Wahnsinn. Da kommen nochmal welche. Gibt es da noch irgendwas zu holen? Da geht die Leiter hoch. Das schauen wir uns nachher an. Weggemacht. Oh, doch noch nicht. Nochmal sollten wir uns nicht hauen lassen. So, jetzt aber. Furt mit dir. Das können wir uns auch wieder heilen, das ist gut. Achso, du bist ja gar nicht die Yuna. Ups. Hast du mich erschreckt jetzt? Das gibt's ja nicht. So was. Und da will ich hoch. Kann ich da gar nicht? Hallo? Bitte? Na gut, okay, dann nicht. Das sah irgendwie so... Oh. Den kann ich plündern. Das will ich bitte machen. Oh, ach so, leiden. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du bist schon tot. Meine Güte, Freunde. Deswegen bekomme ich hier auch keine Punkte dafür, wenn ich euch besiege. Oh. Das tut's auch immer noch nicht tot. Nee, du bist tot, ne? Okay, weiter geht's. Vorsicht! Los, weiter! Vorsicht, woher denn? Oh, aua. Okay, ich glaube, ich hatte Glück, aber vielleicht gehört das auch einfach so.
So, der Speermensch ist weg. Und der jetzt auch. Kann ja auch noch was hier. Wild. Fall um. Wir können nicht weiter. Okay, Entschuldigung. Ich muss. Geh zurück. Allein? Ja, hallo. Hinter uns ist niemand mehr. Wenn ich Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Ich glaube, wir kommen nicht zurück. Hallo. So gut durchbrochen, die Verteidigung. Wild. Wir gehen einfach dahin, wo die Gegner herkommen, würde ich sagen. Wie sie in bester Actionfilm-Manier einfach brav nacheinander angreifen. Das ist wunderbar. Holla. Entschuldigung. Gottes Willen. Manche fallen schon irgendwie schnell um, ne? Und die anderen, die dann wieder nicht mehr. Okay, wir könnten uns theoretisch einmal heilen, damit wir nicht die ganzen Punkte hier vergeuden, die wir sonst nicht mehr kriegen können. So, jetzt gleich ein neuer Halbmond voll. Was haben wir jetzt? Fallen ausweichen. Bogenschützen einen Ruf aus, damit ihre... Ah. Ich hab noch keinen Ruf gehört. Ha! Voll ausgewichen. Lass mal bitte den Bogen stecken, wenn es geht. Das ist lieb von dir, danke. So. Gibt's hier jetzt noch irgendwelchen Krimskrams für uns? Gar kein Krimskrams einzusammeln. Ich kenne das so gar nicht so. Das ist. Ich bin ein bisschen Assassin's Creed verwöhnt, wo man quasi alles plündern kann, was man irgendwie tot macht. Na schön. Wir sind schließlich Samurai und keine Plünderer. Die tun sowas nicht. Das ist gegen den Kodex, glaube ich. Ah, herausfordern. Jetzt geht das wieder. Jetzt muss ich wieder Dreieck gedrückt halten, ne? Samurai Aradras tötet! Weggemacht. Kleiner weniger, ha? Huh? Aua, aua. Lass das mal bitte. Oh nein, das wird doch tot. So was Unangenehmes. Wie er noch nachkickt. Hallo? Ah, jetzt ist fertig. Die brauchen ja immer einen Moment, sagen sie. Naja, einmal ist keinmal. Oh, wie weit zurückgesetzt wir gleich werden. Ach, Jemine. Na schön, ja, ja, das kennen wir schon, danke. Komm weg mit dir. Na, komm hierher. So ist brav. Kurz machen wir den Spaß nochmal. Diesmal aber richtig. Zeigt mir, was ihr könnt! Ihr Lumpen! Suktoku Yasin! Eh klar. So, Kollege. Nochmal schaffst du das nicht. So, weggemacht. So was Peinliches aber auch. Kotunkan! Ich will ja nicht so laut schreien, du bist gerade schon mal gestorben. Pass bloß auf, ob der eine Weinflasche dabei hat. Ich bin Jin Sakai. Der Neffe. Fürst Shimuras!
Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Und er so, du Idiot. Jin! Euer Onkel! Dass du nur lebst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich zeige ihm seinen Neffen. Gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Jin! Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Wie, mit dem wollen wir uns jetzt echt anlegen? Also ich habe wenig Lust. Wie schaut's bei dir aus? Du willst, oder? Oh Mann. Komm her, Vögelchen. Dein Onkel sieht dir zu. Aha, der Lump. Ich schwätze auf die Kehle auf. Aua, aua. Boah, da haut mir aber gleich meine rein, du. Wild. Achso, gehört das wohl so? Genug. Vergebt euch. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eurer Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Oh, das wird ihn nicht freuen, das sage ich dir, wie es ist. Oh. Alles klar. Hat er uns einfach an der Brücke geworfen, der Lump. Versagt. Erneut. Vater. Jin. Hilfe. Gut, da hat sich aber jemand nicht getraut, ha? Huh? Ja, da war dein Papa bestimmt nur minimal von dir enttäuscht in dem Moment. Also, denk dir nix. Fürst Sakai. Hallo. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yuriko. Die ganze Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. So ein tolles Oberhaupt. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und Onkel? Das wird er euch sagen, bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yuriko. Okay, da lang, glaube ich. Solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. So wie wir für unseren Vater da waren. Da ist er ja. Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Achso, das ist er gar nicht. Ihr seht alle gleich aus, Freunde, das gibt's ja nicht. Ist er das? Ich glaube, das ist er, oder? Oder ist es auch nur wieder irgendein anderer? Hallo, das ist er. Ha! Auf Anhieb erkannt. Schau nicht so böse. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb. Nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert.
ist immer bei euch. Jedes Mal, wenn wir einen Konter verkacken, dann hören wir ihn lachen. Morgen kommt ihr zu meiner Festung als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater. Jawohl. Bloß gut, dass wir gelernt haben, wie man schwimmt. Und wie man aus, was sind das, 40 Metern Höhe in einen kleinen Bach fällt, ohne zu sterben. Und Gott sei Dank sind die Mongolen alle kurzsichtig. Vater. Wie rette ich ihn? Der Wind, das himmlische Kind. Wie schaut es denn eigentlich aus, so mit so einem Pferdchen? Hatten wir nicht eins? Oh, was bist du? Du bist kein Pferdchen. Ja, ja. Rennt ihr nur. Ich bin satt. Das schon Talern? Nicht, dass wir gleich irgendwie vor einem großen Bären stehen oder so, der uns dann auf die Nase hauen will. Los! Na los! Aha. Ach ja, sie wollte ja die Pferde. Ich erinnere mich. Hallo. Jin, was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Und der Khan kann, was ich nicht kann. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen, schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele! Deckung, ins Gras! Aha. Hätten sie mich fast noch gesehen, die Lumpen, ha? Wo ist denn mein Pferd jetzt hin? Hat sich das jetzt auch im Gras versteckt, oder? Motti. Wie hat's geheißen? Nobu. Die suchen sich ja nach dir. Mensch. Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Aha, hallo. Wirklich nett. Ja. Habe ich selber gekauft. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa.
und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Praktisch. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Gegend. Ach, jetzt auf einmal kannst du ihn doch im Alleingang retten, ja? Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Schon ein sehr schönes Spiel, das muss man sagen. Also optisch reizvoll. Müssen wir reiten oder reitest du? Ah, wir müssen reiten. Nein, du reitest. Wir können gucken. Dann gucken wir einfach mal. Jetzt können wir. Sucker Punch Presents Ghost of Tsushima. Wo wollen wir denn hin? Ich lauter lesen. Wo geht denn der Wind lang? Schon so da lang, oder? Da so. Oh. Oh. Wieso hilft der denn runter? Options zum Anzeigen. Ich verstehe. Wow, so eine schöne Karte. Okay, danke. I guess. Okay. Aha. Schließe die Geschichte ab, um deine Legende zu erweitern. Da lernen wir Attentat. Ich glaube, dass Attentat nicht ganz in seinem Sinne ist. Mein nächstes Ziel. Naja, das ist auf dem Weg, dann nehmen wir das halt mit, oder? Verfolgen bitte. So, lieber Wind, leite mich. Jetzt geht's da lang. Nach oben wischen. Ach, dann hupst jetzt mehr. Ich verstehe. Aha, hüpft doch nicht immer von dem Gaul runter. Wie gebe ich denn Gas? Mehr Gas. Noch mehr Gas. Ah, hat er verstanden. Haben wir da nicht gerade her? Wieso müssen wir jetzt da wieder hin? So was aber auch. Das ist wohl das Fischerdorf, oder? Sehe ich das richtig? Mongolisches Gebiet. Habe ich auch so eine Karte eigentlich? Hallo? Ah, das kann ich wohl irgendwie befreien. Das merken wir uns mal vor, aber wir gehen das mal woanders hin. Ich hätte schon gern zuerst die neuen Fähigkeiten. Oh, was bist du denn? Jetzt musst du runterhüpfen. Eibenholz. Aha, wir haben Kram zum Aufsammeln auch noch. Interessant. Oder wollen wir es mal probieren mit dem Gasthaus? Schauen wir uns mal, was da uns erwartet, wenn wir schon hier sind. Siege die Mongolen. Haben die auch so was wie ein Level oder sind die alle in Anführungszeichen gleich schwer? Herausfordern. Die Lumpen.
weggemacht. So. Das war's dann mit dir. Wir waren doch mehr als nur zwei, oder? Hallo. Ihr Lauser. Wo seid ihr denn? Einer mehr da jetzt? Aha. Uns können wir das heimlich machen, oder wie? Nö, vermutlich nicht. Das ist alles zu. Hallo. Ja, ja, tue ich auch. So. Das hat funktioniert. Pferdchen habt ihr auch. Weggemacht. Wo ist denn noch jemand? Da ist noch jemand. Ach hier, du hast aber den großen Prügel hier. Das ist ja... Oh. Haust du mir eine rein. So, weg ist er. Oh, noch einer. Na du? Und noch einer. Oh, du hast aber eine schöne Rüstung an. Anführer getötet. Einfach so kaputt gemacht. Und die beiden müssen jetzt noch weg, ja? Na, in dem Fall. Schau dich nur. Ich hab gelernt, wie man euch kaputt macht. Ah, und jetzt ist das hier fertig, oder was? Ich habe jetzt weiße Füße. Leiden beendet. So ein beendetes Leiden. So, her mit den Vorräten. Okay, das war's schon. Na gut. Jetzt haben wir ein Gasthaus befreit und keine Mongolen mehr. Was bringt uns das genau? Hm. Können wir mal reinschauen? Oh, hallo. Was war da noch? Ah, noch mehr Vorräte. Bin ja gespannt, was uns die noch bringen werden. Bisher habe ich noch nicht so wirklich Verwendung dafür gefunden. Da brennt ja noch Feuer. Lang kann das noch nicht leer stehen hier. Hallo. Hm. Also irgendwie fehlt es mir hier wirklich an plünderbaren Gegenständen. Oh, was ist das Schönes? Ah, wir hätten uns da. Ich verstehe, da wäre es lang gegangen. Na schön, rackeln wir wieder raus. Ich glaube, das war's hier schon. So, können wir mal schauen, was hier die Karte sagt. Ah, bei Sammlungen können wir was anschauen. Das machen wir. Da wollte ich doch gar nicht hin. Oh, okay. Ich kann Talismane ausrüsten. Habe ich schon Talismane? Hm. Nicht genug Ressourcen. Oh ja, das kostet ein bisschen was. Alles klar. Was sind Schwertkit-Optionen? Ah, ich habe quasi unterschiedliches Aussehen. Na, das ist hübsch. Das nehmen wir. Was haben wir sonst noch hier? Kleidung. Oh, haben wir da auch eine coole? Irgendwas Schönes? Kaputte Rüstung? Held von Tsushima. Oh! Das machen wir auch. Goldener Schnurrbart ist immer gut. Was bist du? Oh, jetzt aber. Die Farbe passt ja nicht so ganz zu unserem roten Dingens hier. Hm? Oh ja, das ist schöner. Das nehmen wir. Hatten wir bei dem Kopfding vorher auch noch was? Ne, hatten wir nur den da. Und hier haben wir... Oh, fancy. Ach, dann passt auch der Kopf dazu. Hm. Ja, das nehmen wir.
gehe davon aus, dass uns das vermutlich stats-technisch nichts bringen wird, aber es schaut halt schon viel fancier aus. Also, das muss man schon sagen, wie es ist. So, Sammlungen, da wollten wir hingucken. Ja, das habe ich bemerkt. Okay. Das können wir dann vermutlich benutzen, wenn wir was dafür finden. Oh, Accessoires. Was haben wir hier noch übersehen? Ach, wir haben eine Insignie. Oh, das ist schön. Ja, das kann ich gebrauchen. So oft ich auf die Nase bekomme, das nehmen wir. Und hier? Ah, die zweite haben wir nicht. Schön. Und Accessoires? Ein Sattel. Oder gefällt mir der eigentlich fast besser? Ja, dann möchte ich bitte den hier. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, da können wir Flötenmelodien lernen. Na links. Wählen wir dann gleich mal aus. Hier haben wir noch neue Sachen zu sehen. Also das Menü, tut mir leid, da muss ich jetzt kurz mich ein bisschen durchstöbern. Ah, das sind unsere beiden Hauptquests. Okay. Passt. Gerade, das haben wir erledigt. Hier haben wir ein neues Fragezeichen. Wir könnten, kann man das markieren? Ort verfolgen. Dann verfolgen wir doch das da. Nee, verfolgen wir die Hauptquest. Vielleicht kommen wir dann ja zu diesem Fragezeichen automatisch. Das ist schön. So. Nach links, wie Schnatz gesagt. Oh. Wir sind ein wunderbarer Flötist. Warum ist denn unsere Rüstung so dreckig? Die haben wir doch gerade erst angezogen. Was hast du denn schon wieder gemacht? Immer musst du im Dreck spielen. Ach so, vielleicht wird wieder... Ah nee, wir haben uns umgezogen, nachdem wir da unten durchgekrochen sind, oder? Das heißt Jonah. Wer und wo und warum? Ach so. Hast du bitte Ohren, Kollege? Jonah. Juhu. 100 Meter entfernt. Entweder schreit die echt laut, oder du hörst wirklich gut. Achso, hier war Rennen. Rennen können wir auch, das ist gut. Rennen ist wichtig. So, und was machst du jetzt hier schon wieder? Streitest du schon wieder mit Dörflern? Das stimmt nicht mit dir. Jonah? Achso, das ist ein Mongole. Jin, du hast mich gefunden. Ja, du hast ja Lucky Luke gerufen, also. Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Noch nicht. Aber ich suche noch. Sicher findest du bald jemanden. Da sind wir jetzt dann wohl in einer Hauptquest, schätze ich mal. Kann ich eigentlich vom Pferd aus auch hier das Holz aufsammeln? Oh ja, wunderschön, das ist einfach. Perfekt. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Ja, kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders. Hm. Mir wurscht, wie der ist. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Tausende. Chimura ist meine einzige Familie. Achso. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. So viel Krimskrams hier. Ich weiß halt nicht, wie wichtig die Ressourcen noch werden. Eibenholz. Es kann halt sein, dass ich da jetzt völlig umsonst allen möglichen Schmarrn mitnehme. Oder dass uns das später fehlt. Also ich sammle mal lieber. Es ist ja schon schön hier, aber
du reitest gut. Und deine Wunden? Fast verheilt. Dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. So recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Also ich glaube, ich spare mir das mit dem Häuser anschauen. Ich glaube, da findet man, also ich zumindest finde da nicht wirklich was. Ich denke, da machen wir es lieber auf den Weg zum Hauptquest entlang. Blumen pflücken, sehr schön. Das ist wichtig, wenn man Leute rettet. Wenn man hübsche Blume findet, mitnehmen. So, lieber Wind. Da dann geht's. Schnell, Nobu! Nobu! Den Namen haben wir schnell gelernt, hä? Kann ich hier was aufsammeln? Nö. Hier! Wollen wir hoch oder runter? Ich weiß es nicht. Da ist ein Bäumchen, das nehmen wir mit. Hier gibt es ja keinen Weg lang. Oder wollen wir einfach da drüben in das Lager? Das kann natürlich sein, ne? Würde sich anbieten, da mal zu gucken. Hallo, Freunde. Und ihr so? 160 Meter, das müsste ja bald mal sein hier irgendwo. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Wo wir halt so hin wollen. Ich schätze mal da oben, oder? Jawohl. Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. So rasche Mongolen. Wir müssen zu Taka, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Ah, wir haben da wohl, das markiert wohl irgendwie so. Ah, genau hier. Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen. Das wollen wir natürlich nicht, das wäre doof. Und da so? Hinten sind sie bestens geschützt. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein. Das heißt, wir wissen jetzt, wohin. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schiefläuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Dieb zu sein? Also, mir fallen da so zwei, drei Sachen ein. Regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn, um meine Familie zu retten. Ja, so funktionieren Ehrenkodexe? Kodize? So funktioniert ein Ehrenkodex. Womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. Nee, mir ist das noch nicht dunkel genug. Wir machen erst ein kleines Päuschen, bis es tiefschwarze Nacht ist. Und beim nächsten Mal, wenn es dann dunkel genug ist, dann schleichen wir uns in dieses Mongolenlager. Hoffen, dass die uns nicht bemerken. Für heute mache ich hier wieder ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.